Mit dem Traktor zum Nachbarschaftsderby, zum vermeintlich kleinen VfL Bochum. Doch es gab Probleme. Warum haben wir die Probleme immer mit den Kleinen der Liga? Versuche einer Analyse unmittelbar nach dem Spiel. Gesichter gezeichnet vom Kampf um die deutsche Meisterschaft. Und sicherlich ist es kein guter Zeitpunkt, seine Laster loszuwerden im Endspurt der Liga. Und Fehler sollte sich niemand mehr erlauben. Und damit sind nicht nur die Schalker gemeint. Dass wir dann letztendlich nicht gewonnen haben, da kann man auch nochmal sagen, wir sind all diese Saison auch mehrere Male durch Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern nicht in das Positive rangekommen. Und das war heute auch wieder. Der Herr, den er meint, Alfons Berg, die Szene, um die es geht, 3 Minuten vor Schluss. Asamoah im Strafraum gegen Schreiber. Der Befragte zwar befangen, aber durchaus glaubwürdig. Für mich ist das kein Elfmeter. Ich bin durch und der hält mich einfach. Ich stelle mir auch noch ein Bein dazu. Und für mich ein kein Elfmeter. Aber Herr Stevens, das konzentrierte Schalke hätte diesen Elfmeter schon gar nicht mehr gebraucht, wenn gute Chancen genutzt worden wären, wie die von Andy Möller. 23. Minute oder 3 Minuten später Emil M. Penza. Schalke, was machen eigentlich deine Nerven? Diese Möglichkeit, Meister zu werden, ganz klein bisschen. Kann es da ein klein bisschen hemmen? Ich glaube nicht, weil nächste Woche nutzen wir die Chancen wieder. Noch ist gestern, 22. Minute, ein Albtraum für Jiří Němec. Erst Fehler, dann vernascht von Paule Freier. Der macht sein erstes Bundesligator zum falschen Zeitpunkt für Schalke. Nur einmal im Leben macht er so einen Fehler, sagte Rudi Assauer. Und dann ausgerechnet jetzt. Und da war sie wieder, Schalkes Angst vor den Kleinen. Ja, das ist einfach schwierig zu erklären, warum das so läuft für uns. Also wir haben 4-mal hintereinander gegen die Mannschaften, die ganz oben in der Tabelle, da haben wir ja gewonnen, ganz sicher. Und jetzt verlieren wir wieder 2 Punkte. Und diesen einen Punkt, vielleicht hätte es ihn auch nicht gegeben, hätte Bastl kurz vor der Pause getroffen. Schalke war irgendwie nicht auf dem Platz, wagte ein Journalist auf der Pressekonferenz zu behaupten. Frau Berke, Zeitung, schreibe Sie. Was sagen Sie? Frei. Frei. Das kann ich mir vorstellen. Ein anderer Schalker mit Klasse, mit dem entscheidenden Geistesblitz. Fast erschreckt man sich über Thomas Saito. Einst verkannt als Klopper. Und dann Wegbereiter der neuen Schalker Hoffnung. Der Torschütze Milan Penzer ist gerade mal ein Nebensatz wert. 22.000 Schalker jubelten und dankten Thomas Saito. Nein, das ist so. Bei unserer Mannschaft ist egal, wer der schießt, der Tore, wer vorbereitet. Wichtig ist die ganze Mannschaft, der FC Schalke 04. Und wir haben heute, ich glaube, 2 Punkte verlieren. Aber wie schlimm wäre es ohne ihn gekommen? Der Mann, der Tore sonst nur konsequent mit langen Einwürfen vorbereitet, plötzlich unwiderstehlich elegant. Und das erlösende Erlebnis nach 70 Minuten und niemand sollte jetzt vom UEFA Cup reden. Ganz Schalke will die Meisterschaft. Wir versuchen natürlich, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen, das ist klar. Das ist mit nur 3 Spielen noch, dann ist alles noch möglich und vielleicht kriegen wir nicht so eine Chance wieder. Der Schalker-Fan leidet, jubelt und rechnet die verbleibenden 270 Minuten simpel auf den Punkt gebracht. Wolfsburg 3 Punkte, Bayern spielt nächste Woche gegen Leverkusen. Die nehmen sich gegenseitig Punkte weg, dann fahren wir nach Stuttgart und machen wir den Pott fertig. Würde heißen, nur noch 2-mal, höchstens 3-mal leiden und dann ist es geschafft.